Moin moin meine Mangos, ich heiße euch herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal und heute spiele ich mal wieder Underwood Football Manager 2. Ich glaube letzte Woche kam gar kein Video dazu und deshalb würde es ja sowieso Zeit, dass ich das mal wieder aufnehme. Ich würde sagen, dass diese Woche auch nochmal ein Video zu Country Boards at War kommt, also für die Random Shit Playlist, da dort auch ein weiterer Kommentar erschienen ist, wo sich jemand gefreut hat, dass ich glaube ich die Musik von dem Spiel im Hintergrund habe laufen lassen und nicht was Eigenes eingespielt habe, was ich eigentlich auch zum Beispiel bei Underworld Football Manager zum Beispiel mache. Heute werde ich das glaube ich auch lassen, weil die Playlist, die ich bisher immer genutzt habe, da sind viele Copyright geschützte Songs drin, deshalb lasse ich das mal lieber. Ich werde mir dann wahrscheinlich fürs nächste Mal ein paar Songs rauspicken, wo ich weiß, die gehen in Ordnung. Muss mir die extra nochmal runterladen. Aber für heute wird es wahrscheinlich diese Musik im Hintergrund tun. Ich weiß gar nicht, ob ihr die überhaupt richtig hört. Aber ist eigentlich auch scheißegal. Denn ja, wir starten rein. Und was müssen wir eigentlich machen? Ich habe sogar schon Sachen erfüllt. Ich habe mich schon ein bisschen gespielt, aber nicht zu viel. Okay, wir müssen noch eine andere Formation einfach nutzen, Spieler angreifen und Aufgaben erfüllen. Und das Angreifen ist eigentlich ganz gut, weil wir haben auch Aufgaben hier. Drei Spieler angreifen und hier zwei Gebäude beschädigen, Werkstatt und Pfandleihhaus. Das kriegen wir doch einfach hin. Hier unten. Und ja, über was reden wir heute? Also ich kann ja nicht nur über das Game reden, so viel Spannendes bringt mir das ja nicht. Warte mal, was sollte ich nochmal angreifen? Werkstatt, Pfandleihhaus, okay. Also, was ich auf jeden Fall ankündigen werde, ist, dass ich irgendwann zumindest mal, ich werde es versuchen, schauen, ob es geht, mit dem PC zu streamen. Werde ich austesten diese Woche noch. Und wenn ja, wird wahrscheinlich am Wochenende ein Stream dazu kommen. Ich weiß noch nicht, was ich spiele. Ich müsste mir theoretisch GeoGuessr runterladen, das dann hoffentlich gratis. Ja, also du lädst dir aber GeoGuessr gratis runter. Und du kannst dir dann im Prinzip die Premium-Version holen, wenn du möchtest. Aber an sich ist es gratis, denke ich. Und dann, wenn ich das vergesse, dann würde ich We Are Football spielen. Das ist ein Fußball-Manager-Spiel. Problem dabei ist nur, ich weiß nicht, ob ich das ganz hinkriege, weil mein PC ist schon ziemlich, also ist kein Gaming-PC, ne? Der hat schon manchmal so seine Probleme bei dem Spiel, obwohl es nicht so viel Leistung erfordert, also nicht die ganze Zeit, Probleme in bestimmten Teilen des Spiels. Und da weiß ich nicht, wie stabil das geht, deshalb würde ich, ja, hoffe ich, dass ich es nicht vergesse, mir GeoGuessr runterzuladen da. Und ich hoffe, das ist gratis. Dann könnte das eigentlich alles ganz gut funktionieren. Okay, wen müssen wir hier angreifen? Wahrscheinlich jemand aus unserer Liga. Hat das jetzt funktioniert? Nee, ist gescheitert. Okay, gut, über was reden wir? Also ich glaube, wenn ich... Heute ist Dienstag für mich. Ich hoffe, dieses Video kommt auch noch Dienstag. Und ich meine, gehört zu haben, dass Bayern am Dienstag auf USA-Reise geht. Also in der USA dann im Prinzip Trainingslager und so macht. Habe ich gehört. Ach ey, diese Pfeilen, die gehen mir... ich habe halt keine davon mehr. Das Problem ist, in unserem Kartell, wir sind halt von 15 auf 10 Leute runter. Irgendwie als Konst gegangen ist. Und viele sind auch nicht so aktiv. Aber ist immer trotzdem noch eines der besten Kartells, die ich kriegen kann, würde ich es behaupten. Deshalb bin ich eigentlich trotzdem ganz zufrieden. Ja, richtig. Dann, und das Ding ist, dass ich gehört habe, dass man eigentlich mit den Verhandlungen über den De Ligt-Transfer eigentlich so weit sein will, dass man den dann mitnehmen kann. Also, dass im Prinzip bis Dienstag offiziell ist. Das Ding ist, ich habe vor am Montag oder am Sonntag, also vor ein, zwei Tagen, glaube ich, noch gelesen, dass der Transfer schon fortgeschritten ist, aber noch gar nicht so weit fortgeschritten, wie zum Beispiel der Verkauf von Lewandowski, weil der ist ja auch noch nicht offiziell bestätigt. Und deshalb frage ich mich, gut,
Wenn der heute noch nicht abgeschlossen ist, kann der nicht mit auf die USA-Tour kommen. Also wird er im Prinzip eigentlich bei Bayern viele Vorbereitungen eigentlich fast komplett verpassen. Weil ich glaube, die fahren oder fliegen eher gesagt heute los in die USA. Glaube ich. Kann auch sein, dass es erst Mittwoch oder Donnerstag ist. Aber also müsste der theoretisch heute bestätigt werden. Sechs Begegnungen musste er als Stürmer spielen. Interessant. Und ja. Ja, ich bin überrascht, wie gesagt, schon öfters gesagt, dass Bayern es schafft, so zwei Topstars. Also wahrscheinlich kriegen sie den Ligt-Transfer hin, wenn nicht, dann ist es halt immerhin noch Mané, dass sie es geschafft haben, Mané und vielleicht Ligt zu verpflichten, was ich extrem krass finde. Das Ding ist, dass jetzt der Stürmerersatz für Lewandowski, wenn Lewandowski wirklich geht, halt wirklich auch viel der Vorbereitung verpasst, weil die geht ja jetzt, also die war ja bisher natürlich schon da, aber jetzt geht es richtig auf US-Tour. Das sind, ich weiß nicht, macht man auch ein paar Testspiele sicherlich. Genau, und man hat halt sich noch nicht so richtig um eine Nachfolge gekümmert, denke ich mal. Und deshalb wird es eigentlich ein bisschen schwierig für Bayern, also den Stürmer so richtig einzugliedern in das Team, denke ich mal. Weil die Bundesliga geht ja für Bayern, ich weiß nicht, wann die losgeht, Mitte August würde ich jetzt schätzen. Und wenn jetzt der neue Stürmer irgendwie erst kommt, wenn man noch ein, zwei Wochen Vorbereitung hat, noch vielleicht ein Testspiel, ist halt ein bisschen schwierig. Ist halt immer wichtig eigentlich, das bin ich ganz froh, dass es bei Aue so ist, dass es eigentlich schon fast alle da waren, bevor das Transferfenster überhaupt geöffnet wurde. Genau. Okay. Bestätige Gebote in anderen Städten mit drei unterschiedlichen Waffen. Okay. Da habe ich jetzt eigentlich nicht so Lust drauf, aber ändern kostet eben. Ne? Das lasse ich lieber. Die Frage ist, zu wem gehe ich? Ich schaue mal, obwohl, ja, ist eigentlich egal, zu wem ich gehe. 2115. Nehme ich den mal hier. Ja, da werden auch Videos kommen zu Aue, habe ich ja schon auf jeden Fall vor dem Start der dritten Liga, also nicht unbedingt, aber vor unserem ersten Spiel und das ist am Sonntag, diesen Sonntag. Da werden auf jeden Fall wahrscheinlich ein Video, was ich am Stück aufnehme, aber wahrscheinlich in drei Teile unterteilt wird. Das wird auf jeden Fall. Die drei werden auf jeden Fall vor Sonntag hochgeladen, wo ich jetzt schon oft gesagt über die neuen Transfers spreche, ob ich denke, was ich über die neuen Transfers denke, welche wahrscheinlich einschlagen werden und welche nicht. Dazu werde ich natürlich die Testspiele mir auch so ein bisschen anschauen, also die gemacht wurden, wer so gespielt hat. Also was mir aufgefallen ist, also bei uns war es häufig so, ich weiß nicht, ob das jetzt bei jedem Testspiel war, aber ich. Wir haben fünf Testspiele gemacht und ich glaube, bei vier oder allen war es so, dass auf jeden Fall, was ich eigentlich persönlich auch mag, bei der Hälfte der komplette, ja, komplett gewechselt wurde, also dass 22 Spieler gespielt haben. Das finde ich gut, vor allem wenn du einen großen Kader hast. Wir haben Stand jetzt 30 Spieler, glaube ich. Und ich hoffe mal, der ist so abgeschlossen erstmal unser Kader. Ich kann mir vorstellen, dass nach dem ersten Spieltag oder nach dem zweiten, dritten, wann auch immer, aber nicht vor dem ersten, noch Spieler kommen oder gehen, weil man dann schaut, okay, was brauchen wir vielleicht noch? Ich persönlich bin kein Fan davon, dass man eigentlich noch Spieler kaufen kann, nachdem der erste Spieltag begonnen hat, weil ich kaufe mir gerne solche Fußball-Saisonhefte, wo auch Prognosen gemacht werden, blabibub, der Verein wird da landen und Dings, so, aber die werden, ne, meistens ja vor dem ersten Spieltag rausgebracht. Aber wenn du dann noch weißt, dass sich bei einem Verein auf jeden Fall noch was tun wird, weil das Transferfenster ja noch nach dem ersten Spieltag reicht, ist das immer so ein bisschen doof. Genau. Weil meistens kaufe ich mir immer so diese Saisonhefte, wo ich so meine Ergebnisse eintragen kann. Und die sind meistens ja auf jeden Fall vor dem ersten Spieltag draußen. Und wenn man dann schon sich die Kader ansieht und die dann mal vergleicht, wie sie dann wirklich aussehen nach dem Ende des Transferfensters, sind die schon doch trotzdem noch ein bisschen anders. Ne? Weil zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr diese Saisonplaner kennt, da wird wahrscheinlich Lewandowski jetzt noch bei Bayern geführt werden. Und das macht natürlich einen riesen Unterschied. Weil der ist ja jetzt erst weg, relativ spät, sag ich mal. Ne? Weil die Saisonplaner kommen meistens Ende Juli raus. Und das ist dann immer ein bisschen schade, aber an sich ist es natürlich verständlich, dass die Transferphase bis nach den ersten beiden Spieltagen und so geht, damit man noch schauen kann, okay, das brauchen wir jetzt wirklich noch, weil manchmal sind Testspiele gar nicht so viel aussagen. Ne?
Hab schon oft gesehen, dass vor allem in der Vorbereitung ziemlich gut waren, dann aber in der Saison, naja. Wolfsburg hat zum Beispiel auch in der Vorbereitung gegen Hannover, war es, glaube ich, oder irgendeinen Zweitligisten oder Drittligisten verloren. Muss nichts heißen. Okay, der muss jetzt noch Stürmer spielen, dann haben wir eigentlich alle Aufgaben erfüllt. Ich werde übrigens die hier einfach auf, ich muss die aufwerten, weil erstens die Aufwertung von denen ziemlich teuer sind und lange dauern. Und zweitens, ich will schnell mal auf die 2300 Pokale. 35 Pokale brauche ich noch, das bedeutet, das sind 7 Aufwertungen. Und dann werde ich mal all meine Scouting-Münzen hier einsetzen. Das wird jetzt nicht so lange dauern wie früher, weil man hat jetzt mittlerweile die Option, 10 Münzen hier auf einmal auszugeben. Das bedeutet, ich werde hier wahrscheinlich dann halt nur 50 Spieler ziehen. Aber dafür hier waren auch nur 10. Also insgesamt 60 Spieler. Also definitiv viel kürzer als meine anderen Specials, die ich hatte. Aber dann kann ich auch ein bisschen mehr vielleicht. Naja, also das Video wird wahrscheinlich schon 15 Minuten gehen. Also von daher ist lang genug. Okay. Dann habe ich eigentlich bisher ziemlich viel gequatscht. Wir machen mal einen kurzen Cut. Ein Video, was auf jeden Fall auch noch auf meinem Kanal kommen wird. No, das ist mir jetzt entfallen. Das ist eigentlich ziemlich wichtig. Ja, weil sowas habe ich noch nicht gemacht. Man kann bei der Fußball-App Kicker hat man die Option, auf so einen Bereich zu gehen, der nennt sich Tabellenrechner. Und da kann man zum Beispiel Ergebnisse eingeben von, ne? Also kann man im Prinzip zum Beispiel, wenn man jetzt zum Beispiel mitten in einer Saison ist und zum Beispiel gegen Ende der Saison, und dann hat man noch ein paar Spieltage frei und dann tippst du so die Spieltage durch, was denkst du, wie es ausgeht, dann kann man halt schauen, was dann rauskommt. Zum Beispiel, wenn du ja noch den Schlussspurt in der Bundesliga hast, 6 Spiele, kannst du zum Beispiel die 6 Spiele durchstehen, was denkst du, wie das ausgeht, und dann kannst du schauen, wenn das so ausgeht, wie du denkst, wie sieht denn die Tabelle dann am Ende aus. Und eigentlich wisst ihr vielleicht schon, auf was ich hinaus will. Ich habe halt, bevor die Bundesliga jetzt losging, alle 34 Spieltage durchgetippt. Ohne da paar. Also, ja, ein bisschen im Augenwinkel habe ich es gesehen, aber ich habe eigentlich nie richtig auf die Tabelle geschaut. Ich habe das auch ziemlich am Stück durchgetippt. Also, ich habe nie mir auch die Ergebnisse nochmal angesehen. Also, zum Beispiel 5 Spieltage getippt und dann gesehen, okay, den Verein habe ich jetzt bisher ziemlich schlecht getippt. Den tippe ich jetzt erstmal besser, weil ich den ein bisschen besser sehe. Nein, ich habe eigentlich ziemlich am Stück durchgetippt. Man hat so ein bisschen im Hinterkopf dann immer, okay, den Verein habe ich jetzt vielleicht ein paar viele Siege gegeben, jetzt verliert er mal ein bisschen, aber man kann sich das nicht bei allen 18 Vereinen so gut merken. Und ja, natürlich hätte ich das auch mit einer Live-Reaction machen können, die war ziemlich krass, weil ein Fall hat mich extrem geschockt, wo der gelandet ist, und dann kann ich euch ja mal die Tabelle zeigen und dazu dann was sagen. Und euch dazu noch sagen, wie ich denn denke, wie die Tabelle am Ende aussieht. Wie ich denn wirklich denke. So habe ich getippt. 34 Spieltage, ohne auf die Tabelle zu schauen. Und das könnte ich ja theoretisch nochmal mit der Premier League machen. Und dann wirklich mit Live-Reaction vielleicht. Mal sehen. Zweite Bundesliga würde ich nicht mehr machen, weil dafür ist ja der erste Spieltag schon rum. Das ist ja auch mal wichtig zu sagen. Weil. Ja, erster Spieltag ist schon rum und es waren ein paar überraschende Ergebnisse dabei. Also ich habe mir auch schon Tipps von anderen Leuten angeschaut, wie die denken, wo denn so Vereine landen. Ich habe mir auch ein eigenes Bild gemacht und es haben auch Vereine gewonnen, wo man denkt, okay, die hätten jetzt vor dem Spieltag, hätte ich gedacht, die verlieren dieses Spiel. Zum Beispiel hat Regensburg gegen wen hat Regensburg gewonnen? Ich dachte, Regensburg verliert. Sandhausen hat auch das sein Spiel gewonnen. Sandhausen und Regensburg sind immer Mannschaften, die ich ziemlich Tieftippe in der zweiten Liga hat mich überrascht. HSV hat gegen Braunschweig gewonnen, was mich aber überrascht hat, dass Braunschweig eigentlich extrem viele Chancen gehabt hat. Also zweite Liga kannst du schlecht tippen. Kaiserslautern hat gegen Hannover gewonnen. Hannover ist ja das Team, was auch viele als Überraschungsaufsteiger sehen oder ziemlich weit oben, weil die ja ziemlich krasse Transfers getätigt haben, auch Bundesligaspieler geholt haben, zum Beispiel Nielsen, der letzte Saison noch bei Fürth gespielt hat. Okay, jetzt fehlen mir ein paar Beispiele, aber die haben ziemlich viele Spieler geholt, die auch relativ stark sind. Viele auch natürlich von der Konkurrenz, also aus der zweiten Liga, von der Konkurrenz Spieler geholt.
aber haben gegen den Aufsteiger Kaiserslautern verloren. Aufsteiger sind ja immer so Kandidaten für den Abstieg. Und ja, was gab's noch so für Überraschungen? Ja, gut, Karlsruhe. Dass Karlsruhe gegen Paderborn verliert, hätte ich gedacht, aber nicht mit 5-0. Ne? Karlsruhe, denke ich auch, dieses Jahr eher unteres Mittelfeld, könnte Abstiegskampf oder Abstiegskandidat sein. Haben ja ihren sehr wichtigen Stürmer verloren. Und Paderborn macht eigentlich immer gute Arbeit, kannst du eigentlich immer zu den Aufstiegskandidaten zählen. Bielefeld hat verloren, hat mich noch überrascht. Fürth hat unentschieden gegen Kiel gespielt. Ja. Dafür hat Fürth dominiert und Bielefeld hat auch, glaube ich, dominiert. Ich weiß gar nicht, gegen wen Bielefeld verloren hat. Aber Bielefeld hätte ich mir jetzt eher noch als Aufstiegskandidat gedacht. Fürth ist bei mir eigentlich eher Mittelfeld oder oberes Mittelfeld. Ich denke nicht, dass sie abstürzen. Das habe ich auch schon gehört, dass Leute das denken. Aber ich denke nicht, dass Fürth wieder direkt aufsteigt. Wenn überhaupt. Bielefeld, aber ich kann mir gut vorstellen, dass kein Absteiger, also die beiden Absteiger nicht wieder aufsteigen. Direkt. Direkt, ne? Kann ich mir auch gut vorstellen, dass beide unten bleiben erstmal, ne? HSV ist immer so, wo man sagt, ja, könnte klappen. Dieses Jahr halt dann wirklich. Gut, aber auch oh, jetzt habe ich ja, ich habe jetzt gerade einen Cut gemacht. Vielleicht habt ihr es ja gemerkt. Jetzt muss ich gleich noch einen machen. Aber ich denke mal meinen Gedanken zu Ende. Oder ich spreche ihn aus. Also, HSV eigentlich immer Aufstiegskandidat, dieses Jahr wahrscheinlich mehr denn je. Genauso wie man sagt, ja, Dortmund, dieses Jahr wird's was mit der Meisterschaft. Wird es trotzdem nicht. Wobei hier wahrscheinlich auch Leute sagen, ja, dieses Jahr ist es wahrscheinlicher denn je, weil Lewandowski ist weg. Das wird nicht der Grund sein, warum Bayern die Meisterschaft nicht holt, weil Lewandowski weg ist. Das denken zu viele Leute. Das ist falsch. Nur weil ein wichtiger Spieler von vielen geht, Kimmich ist auch wichtig, Neuer ist wichtig, Müller ist wichtig, die haben super Flügelspieler. Die verlieren nicht. Außerdem, ja, was extrem, extrem Trauriges passiert, Dortmund hat ja auch diesen Sommer mehr Stürmer verpflichtet, als ich dachte. Adeyemi und Alea. Ich dachte, die verpflichten höchstens einen Stürmer, weil die haben ja noch Malen. Ne? Aber ohne Terzic wird man wahrscheinlich nicht mehr mit Doppelspitze spielen. Was eigentlich heißt, dass man sogar noch weniger Stürmer braucht. Gut, Malen wird wahrscheinlich auf die Flügel ausweichen. Aber bei Alea, wenn man den so richtig ausspricht, wurde bei einem ja, intensiven Medizincheck, weil er sich unwohl geführt hat. Das war bei dem normalen Medizincheck, hat man das nicht festgestellt. Aber da wurde ein Tumor im Hoden, glaube ich, war es, entdeckt. Und das ist natürlich eine extrem bittere Nachricht, natürlich für Dortmund, allein weil der Spieler nicht spielen kann, aber noch viel schlimmer, weil es gab schon mal so eine Sache, ich glaube, das war auch so das Ähnliches, ich weiß nicht, ob es dann Hodenkrebs war, bei einem Spieler von Frankfurt war das mal gewesen, der hat es zum Glück geschafft, der hat es zum Glück geschafft, aber danach hat er kein Fußball mehr gespielt, glaube ich, bei Frankfurt zumindest nicht. Und natürlich, auf der einen Seite ist es natürlich wirtschaftlich tragisch für Dortmund, wenn der denn jetzt nicht mehr spielen könnte, wegen, man hat mal 30 Millionen bezahlt. Zum einen ist es natürlich extrem scheiße für Alea, weil Tumor sehr gefährlich. Ich hoffe, der wird schnell wieder gesund. Und ja, alles Gute an Alea. Genau, und ja, also wie gesagt, Bayern wird jetzt nicht, nur weil Lewandowski geht, kein Meister. Nein, das ist falsch. So, wenn sie nicht Meister werden, dann liegt das nicht daran, dass Lewandowski weg ist, sondern dann liegt das daran, dass alle den scheiß Saison gespielt haben, verhältnismäßig für Bayern. Aber das werden die nicht. Ich denke, die werden natürlich wieder Meister. Ihr wisst ja nicht, was ich getippt habe in meinem Tippspiel. Aber wie gesagt, was ich sagen kann, vorwegnehmen für die als Belohnung, die sich das Video bisher angeschaut haben. Zwei Vereine haben mich extrem überrascht. Also einer, da sofort dachte mir, what the fuck? Und dem anderen, ja, könnte vielleicht so passieren. Aber denkt man jetzt eigentlich nicht drüber nach. Aber wenn man diesen einen Verein wegnimmt, den ich keine Ahnung, warum so getippt habe, dann kann man sagen, okay, ist gar nicht so unrealistisch, könnte so hinhauen, ne? Aber ich denke eigentlich, es wird eigentlich nicht hinhauen. Weil, egal wie man tippt,
Am Anfang, die Tabelle, die wird eigentlich immer ziemlich anders aussehen am Ende der Saison. Man denkt immer, zum Beispiel auch bei der Bundesliga, ich weiß nicht, wer absteigen soll, aber theoretisch hat man in der Bundesliga, ja, meines Wissens, meiner Meinung nach, nicht meines Wissens, meiner Meinung nach, waren es 7 oder 6 Abstiegskandidaten. Natürlich sind die Aufsteiger Bremen, Schalke dabei, Bochum ist dabei, Augsburg ist dabei, Hertha ist dabei, Köln. Bei Köln hat schwere Abgänge mit Özcan und Modest vielleicht ja auch. Aber bei Köln sieht es eigentlich nicht ganz, auch nicht ganz so rosig aus. Und Stuttgart natürlich eigentlich immer noch. Also da hat man schon 11 Kandidaten. Und man hat ja auch gesehen, Wolfsburg ist letztes Jahr so reingerutscht. Ich will nicht sagen, dass sie absteigen, aber die können ja auch im Abstiegskampf landen, theoretisch. Also hat man 7 Teams eigentlich, die schon, die im, wahrscheinlich im Abstiegskampf landen könnten. Und Mainz, naja, vor Bo Svensson war das ja auch ziemlicher Abstiegskampf. Aber ich will eigentlich nichts sagen, weil Mainz ist eigentlich meines Erachtens nach gut gerüstet. Das sieht nicht schlecht aus. Bei Mainz sieht eigentlich ganz okay aus. Okay, für die, die es interessiert eigentlich, ich kann ja mal unser Kartell zeigen. Es wird eigentlich eher schlechter statt besser. Ich hoffe, wir sind immer noch Top 100. Aber früher hat mich geärgert, wenn wir Top 50 waren. Also aus der Top 40 raus, Top 30. Da war aber noch Konsti da. Aber es ist ja nicht nur so, dass Konsti gegangen ist. Wir sind nur noch zu 10. Das ist unsere Taktik. So schlecht sieht das jetzt nicht aus. Das Problem ist aber natürlich, dass hier 2 Spieler inaktiv sind oder einer, die extrem gute Spieler haben, das und die falsche Position. Wenn das jetzt die richtigen Positionen wären und die Leute nicht inaktiv wären, wäre das eigentlich ganz okay. Aber im Ranking sind wir 92. Ja, Konstis Kartell ist, glaube ich, auf Platz 2 mittlerweile. Die waren ja Vierter, als er kam. Jetzt sind sie Zweiter. So, dann stellen wir hier mal wieder um. Haben wir ein bisschen noch gequatscht über zweite Bundesliga. Ich denke übrigens, wer noch aufsteigt neben HSV, also da gibt es so Kandidaten. Düsseldorf würde ich denken. Vielleicht können sie es schaffen. Bielefeld natürlich. Paderborn. Und ja, das sind eigentlich so meine Top 4 Kandidaten für einen Aufstieg. Meine Top 4. Und Abstieg, ja, ich habe eigentlich, also Regensburg tippe ich da immer unten rein. Vor allem, was ich jetzt gesehen habt, die haben auch ein paar Abgänge. Jetzt nichts Schlimmes, also doch, obwohl, was ich gesehen habe, ja, es ist halt immer so ziemlich unten drin und natürlich Sandhausen. Und natürlich die Aufsteiger hat man. Also ich würde eigentlich, wir haben Braunschweig, Lautern und wer ist noch aufgestiegen? Magdeburg. Ich würde eigentlich Braunschweig runtertippen, Regensburg und sagen wir mal den KSC. Und so die letzten drei. Natürlich, ich hoffe zumindest nicht, dass Magdeburg und Rostock da nichts passiert. Die sind natürlich auch mal so Kandidaten. Sandhausen natürlich auch. Kaiserslautern als Aufsteiger. Aber das ist nur meine drei, die ich runtertippe. Bundesliga sage ich ja beim nächsten Video noch was zu. Wenn es darum geht, wenn ich euch die Tabelle enthülle, die es sein wird am Ende laut meinen Tipps. Und ich hoffe, sie wird nicht so sein. Weil für einen Verein würde es mir extrem leid tun. Und dritte Liga sage ich ja vielleicht noch was dazu, wenn ich allgemein über den Auer-Kader rede. Das war's von mir. Ich hoffe, ihr seid gehypt ein bisschen auf das Video. Das wird wahrscheinlich auch morgen kommen oder so. Das ist schnell gemacht. Und dann hoffe ich, ihr habt noch einen traumhaften Tag und schaut gerne beim nächsten Mal wieder vorbei. Tschüssi.